Sie sind hier, 13. Oktober 2018, 12.40 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Solani Tete ist heiß auf den Fight gegen Mikhail Aloyan, Urheberrecht Getty Images, zweifaches Boxspektakel, im Bantamgewicht trifft Tete auf Aloyan, im Cruisergewicht kämpft Tabithi gegen Pfeiffer. Sport 1 zeigt die Kämpfe im Livestream. Pflichttermin für alle Boxfans, Sport 1 zeigt am Samstag zwei Viertelfinalkämpfe der World Boxing Super Series WBSS ab 20 Uhr im Livestream. Im russischen Jekaterinburg kommt es im Cruisergewicht zum russisch-amerikanischen Duell zwischen Ruslan Fayer gegen Andrew Tabithi. Im Bantamgewicht steigt der Russe Mikhail Aloyan gegen den Südafrikaner Solani Tete in den Ring. Die Höhepunkte der Kämpfe sehen Sie am Donnerstag, 18. Oktober ab 22 Uhr auf Sport 1 im TV. Weltrekordhalter Tete steigt in den Ring. Ein besonderes Augenmerk gilt in Jekaterinburg Solani Tete, Weltrekordhalter für den schnellsten K.O.-Sieg in einem Weltmeisterschaftskampf der Boxgeschichte. Der WBO-Weltmeister schickte am 17. November 2017 seinen Landsmann Siboney Sogonya bereits nach 11 Sekunden auf die Bretter. Gegen den in 4 Kämpfen noch unbesiegbaren Lokalmatadoren Aloyan zählt für ihn nur ein Sieg. Als Weltmeister muss man bereit sein, sich anzupassen. Was auch immer Aloyan bringen mag, ich werde mich anpassen und ihn besiegen, sagte der 30-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Fight. Cruisergewichtler Fayer setzt in seinem Kampf gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen Tabithi auf seine größere Erfahrung. Doch davon will Tabithi nichts wissen. Ich bin wegen des Sieges hierher gekommen, sonst für nichts. Ich werde diesen Typen rausschmeißen, kündigte er optimistisch an. Zweite Auflage der WBS ist das Turnier um die Muhammad Ali Trophy, wurde von Promoter Kalle Sauerland ins Leben gerufen. Die Grundidee, die stärksten Boxer verschiedener Gewichtsklassen, darunter auch Weltmeister verschiedener Verbände, im besten Fall alle, sollen sich miteinander messen und den Besten der Besten ermitteln. Im letzten Jahr feierte das Turnier unter anderem in Berlin seine Premiere. Im Cruisergewicht siegte der Ukrainer Oleksandr Usyk, der in seinem Auftaktfight in Berlin Marco Huck ausschaltete. Im Supermittelgewicht gewann Callum Smith das Finale gegen George Groves. In diesem Jahr kämpfen 8 Boxer im Cruisergewicht, 8 im Superleichtgewicht sowie 8 Sportler im Bantamgewicht um die Trophy. Insgesamt nehmen 24 Kämpfer teil, darunter 5 amtierende Weltmeister.